So Leute, hier ist der Domme. Ich darf euch heute nochmal ein Deck vorstellen, hat mich der Blacky drum gebeten, und zwar UB Storm. UB Storm, wie der Name schon sagt, schwarz-blaues Storm-Deck, ohne LED, wichtig, ohne LED. Und ich zeige euch jetzt mal kurz das Deck, fangen mit der Mana-Basis an, gehen wir dann so über die Spells drüber, über den Storm-Zauber, mit dem wir gewinnen, und die bisschen Protection, was wir haben für den Storm-Turn. Und dann zum Schluss ganz klassisch übers Sideboard. Wie gesagt, fangen wir mal an mit der Mana-Basis. Da haben wir ganz klassisch für UB nicht nur einen, sondern gleich zwei Underground Sea. Sollte jeder kennen. Tapft für ein blaues oder ein schwarzes. Ist ein Non-Basic Land. Kommt enttappt ins Spiel. Theoretisch kann man da auch einen Split machen, einen Uzi und ein Schockland, wenn man das will. Ist Geschmackssache. Also ich würde, so spielt es sich besser. Eine Budget-Option wäre dann halt auch noch, ein Schockland mit reinzunehmen. Oder ein anderes fetchbares Dual Land. So, an Basics spielen wir dann auch zwei Sümpfe. Einfach weil das Deck sehr, sehr, sehr schöne Mana-Basis hat. Also Mana-Farben hat. Und ich glaube, bis auf den Storm-Spell und einen anderen Spell hat das Deck auch keine Doppelfarben drin. Also kein Doppelschwarz, Doppelblau oder so. Deswegen kann man halt einfach mal auch auf Basics fetchen und läuft damit auch gut. Ich habe bei uns eine Series damit gespielt und habe eigentlich nur Basics gefetcht und bin trotzdem 3-1 gegangen und läuft halt solide, auch mit einer soliden Mana-Basis dann tatsächlich. Zu dem Blau, zu dem Schwarz kommt dann auch dreimal die Insel. Ja, zu einer Insel brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Hier halt einfach den zweimal schwarz, dreimal blau Split, weil man halt, wie man das aus dem Storm kennt, relativ viel Cantrips spielt und deswegen halt öfters auch mal ein blaues braucht im Zug. Schwarz ergibt sich dann halt aus dem Rest heraus, deswegen ist der Split so. Theoretisch könnte man, wenn man das ein bisschen anders aufbaut, wahrscheinlich auch ein 3-3 oder ein 3-2 Split machen, aber naja, so geht's halt auch. Dann spielen wir an Fetches. Natürlich. Viermal das Polluted Delta. Fetchland, ein Leben bezahlen, opfern, suchst deine Bibliothek nach einer Insel oder einem Swamp und bringst die ins Spiel. Dann Shuffle. Also einmal die Library shuffle. Dann dasselbe als Basic Land Fetch quasi für uns. Also das fünftes Polluted Delta quasi, die Prismatic Vista. Funktioniert hier wirklich in dem Deck genauso gut wie wie das Polluted Delta, weil Basics sind der Way to Go, außer man ist gerade im Storm-Turn oder so und will sicher gehen, dass man sich nicht verfetcht. Dann kann man mal auf einen Uzi fetchen. Dann haben wir noch insgesamt zwei weitere Blau-Fetches. Hier jetzt mal als Flooded Strand und als Scalding Tarn und ein weiteres Schwarzfetch hier als Bloodstained Mire. Tatsächlich ist wichtig, auch ein weiteres Schwarzfetch drin zu haben, weil man braucht halt für den Storm-Turn auf jeden Fall Schwarz und hiermit kann man halt auch immer noch das Uzi fetchen, wenn es nicht anders geht. Deswegen sollte man zumindest noch ein Schwarzfetch, das auch ein Uzi fetchen kann, spielen. Das waren jetzt die Mana-Quellen, die wir an Ländern haben. Dann geht es direkt weiter. Und zwar viermal das Lotus Petal, das kleine LED. Null Mana, opfern, kriegst ein Mana beliebiger Farbe. Ist eine Mana Source, auch ganz wichtig. Einfach auf der Hand behalten, im Storm Turn spielen oder halt, wenn es ganz, ganz doof kommt, mal zwischendurch spielen. Dann, wie jedes Storm Deck eigentlich auch, spielen wir schwarze Rituale, derer auch vier Stück. Aus einem Mana, ein schwarzen Mana macht drei schwarze Mana als Instant und die größere Version davon auch noch, das Cable Rit, was uns dann für zwei schwarze Mana drei schwarze Mana macht. Außer wir haben Threshold, also sieben oder mehr Karten im Friedhof. Wenn das Ding gecastet wird, dann kriegen wir fünf schwarze Mana. Und weil das noch nicht genug Mana ist, bekommen wir dann noch zwei Rain of Filth mit rein. Ist ein Instant für ein schwarzes. Und jedes Land, was du hast, bekommt den Passus Sacrifice this Land, Doppelpunkt, und man bekommt ein schwarzes bis zum Ende des Zuges. Rain of Filth, ganz wichtig mit den Fetch-Ländern. Wenn du Rain of Filth resolvest und danach fetchen gehst, hast du dir ein Mana verschissen. Deswegen immer schön fetchen und dann Rain of Filth spielen. Ist halt einfach nur eine Karte, weil die sich meistens eh selber ersetzt vom Mana her. Also man muss ja mindestens ein Mana liegen, ein Land liegen haben, um die spielen zu können. Plus halt den Passus, damit kann man sich halt Mana fluten ohne Ende. Und das Deck braucht relativ viel Mana, um abzugehen. Dazu kommen wir dann gleich. So, gehen wir mal rüber zu den Cantrips und
Tutoren. So, nachdem wir jetzt unser Base-Setup an Mana haben, brauchen wir ja noch irgendwas, um den Stormturn und das ganze Spiel ein bisschen aufzuplüschen. So, der Klassiker dabei, Brainstorm und den ganzen viermal. Und zwar einfach für ein blaues, zieht mal drei Karten, legt zwei oben drauf. Hat den Vorteil, es ersetzt sich selber. Man kann die Hand aufbessern, wenn man noch ein Fetchland liegen hat, sogar den ganzen Mist wegschaffeln. Und ja, es ist eigentlich das Go-To-Teil, sobald man blau spielt. Ne? Also ich wüsste jetzt kein blaues Deck, was kein Brainstorm spielt, außer vielleicht Mehrvolk. Dann der andere Bruder davon, Ponder. Auch viermal. Ponder, kann man ja sehr schön lesen. Für ein blaues, guckt man sich oben drei Karten an, kann die beliebigen Vorreihenfolge zurücklegen und eine ziehen oder die Bibliothek mischen. Sehr gut zum Kartenselektieren, zieht keiner auf die Hand, das ist der einzige Nachteil dabei. Aber gerade wenn man nur bestimmte Teile sieht, sieht man beim Ponder manchmal auch einfach vier Karten, anstatt wie beim Brainstorm nur drei. Auch einfach Cantrippen und ein bisschen den Stormzug aufplüschen. Dann haben wir noch Preordain, den allerdings dann auch nur dreimal. Einfach noch ein Cantrip, Sorcery Spell, Scry 2 und dann ziehen wir eine Karte. Einfach nur wieder zum oben drauf selektieren, eine Karte ziehen, dazu suchen, was wir brauchen oder was wir vermeintlich brauchen, um den Storm zusammen zu puzzeln. Weil wir noch nicht genug Card Draw haben, wir haben ja bis jetzt nur nach Adam Riese 11, spielen wir dann darauf auch noch Night's Whisper. Night's Whisper, dann hier dreimal, genauso wie Preordain. Für ein schwarzes und farbloses, man selber zieht zwei Karten und verliert zwei Leben. Ist dann hier auch wieder mal ein bisschen, ja, gibt es ja auch mit zwei Schwarzen, dann kann jeder Spieler zwei Karten ziehen und zwei Leben verlieren, kann halt nicht misdirected werden und hat den Vorteil, dass es nur ein schwarzes und ein farbloses kostet. Dafür halt zwei Leben, aber wir wollen ja eigentlich auch nur Karten ziehen mit den Dingern. Ne? Karten ziehen, ja, man kann auch Karten tutoren. Da wir mit unserem Deck fast nur Instants und Sorceries wollen, spielen wir zweimal Solve the Equation. Das ist eine Sorcery für ein blaues und zwei farblose, relativ frisch mit Strixhaven. Und die lässt uns die Bibliothek nach einer Instant oder Sorcery suchen. Wir zeigen die offen vor, weil wir müssen beweisen, dass Instant oder Sorcery ist. Und nehmen die in unsere Hand. Danach schaffen wir die Library. Damit können wir uns dann halt, wenn wir brauchen, noch einen Mana-Dog, also damit können wir uns dann halt noch einen Writ holen oder irgendwas, was wir noch für Mana machen brauchen, wie ein Rain of Filth. Noch ein bisschen Brainstorm oder Ponder-Action, wenn wir eigentlich nur noch einen Storm hochplüschen müssen. Oder halt, was man mit dem eigentlich eher macht, den nächsten Zug vorbereiten, dass man quasi alles schon parat hat und sagen kann, okay, nächste Runde kann ich aufgehen. Mir fehlt noch das und das Piece und das tutore ich mir gerade. Und jetzt kommen wir zum besten Tutor und Card Draw hier drin. Peer into the Abyss. Derer viermal. Peer into the Abyss. Sieben Mana Brocken mit drei schwarzen, vier farblosen. Sorcery. Der Spieler, der getargetet wird, zieht die Hälfte seines Decks aufgerundet und verliert die Hälfte seiner Lebenspunkte aufgerundet. Bedeutet, wenn er jetzt 43 Karten in der Bibliothek habt, zieht er 22 Karten. Und wenn er dann noch, was weiß ich, 15 Lebenspunkte habt, dann verliert er 8 und geht auf 7 runter. Der Spell ist so ziemlich key in diesem Deck, weil du baust eigentlich erstmal nur bis in das Pier und gehst dann weiter, weil mit dem Pier ziehst du so viel Stuff nach, dass du es manchmal, ich habe es schon getan, manchmal sogar riskieren kannst, wenn du nicht schon alle vier Petals geopfert hast, zu sagen, okay, ich verliere nächste Runde safe, ich resolve jetzt mein Pier, fange quasi meinen Stormturn an, schmeiß mein Pier in den Ring und hoffe, dass ich das noch Dark Rits nachziehe, plus ein Petal oder ein Rain of Filth plus Petal, damit ich weitermachen kann. So, weil wenn du den spielen willst, 7 Mana, brauchst du schon mindestens ein Dark Rit plus ein Cable Rit mit Threshold plus noch irgendwas dabei, um den überhaupt resolven zu können. Ist halt echt key, das Ding. Also Bombe, Bombe. Richtig geil. Plus der Passus Target Player. Das heißt, wenn ihr gegen einen Spieler spielt, wo ihr wisst, der hat keine Counter im Deck und ihr kommt nicht auf den Storm, dann lasst ihr den einfach die Hälfte von seinem Deck ziehen, interessiert eh nicht, und die Hälfte von seinem Leben verlieren und dann habt ihr euren Storm halbiert. Ist halt mal ganz einfach gemacht. Aber meistens, wie gesagt, wenn gerade die Hand eh schon den Killspell hat
oder irgendwas anderes im Busch ist, dann macht man das eher auf sich selber und ja, zieht man so einfach die Hälfte vom Deck aufgerundet. Sehr schönes Teil. So, kommen wir infolgedessen dann auch mal zu dem Part, der den Gegner tötet. Und zwar töten wir den Gegner damit. Kann man super lesen. Deswegen habe ich Marc gefragt, ob der mir einen leihen kann. Und zwar Tendrils of Agony. Derer spielen wir zwei Stück. Ist eigentlich der Storm-Spell schlechthin. Also wird ja auch im Test gespielt, wird auch im ANT gespielt. Für zwei Schwarze, zwei Farblose verliert der Gegner, verliert ein Spieler zwei Leben und du bekommst zwei Leben. Mit Storm. Bedeutet, der kopiert sich für jeden weiteren Spell, der vorher gespielt wurde in dieser Runde. So, mathematisch, wenn der Gegner keine Lebenspunkte verliert, müsste er im Endeffekt 9 Spells vorher gespielt haben, spielt ihn, Gegner ist tot. Mit dem ganzen Setup, was wir jetzt davor gezeigt hatten, was ich davor gezeigt hatte, mit Brainstorm, Ponder, Preordain, Tutoren, Pian to the Abyss, die ganzen Mana, also die ganzen Mana-Sachen mit den Dark Rits, den Cable Rits, dem Reign of Filth, das basiert quasi alles darauf, in einem Zug den Storm hinzubekommen, also sprich die Anzahl an Karten zu spielen, die nötig sind, um den Gegner hiermit zu töten. Damit das Ganze auch passiert. Weil es gibt ja so Sachen wie Stifle, den Storm-Trigger auf einmal triggert, haben wir ganz klassisch Pact of Negation. Und zwar 4 an der Zahl. Warum Pact of Negation? Ganz einfach, wir haben zu wenig Blaukarten für Force und ganz im Ernst, Force ist hier drin Kacke. Er hat keinen Drawback in dem Sinne, dass du eine Handkarte wegwerfen musst oder dich selber zurücksetzt, weil du eine Karte, ein Land auf die Hand nehmen musst oder ein Mana offen behalten musst und countert einfach ein Spell. Problem dabei ist halt, wenn er bis in deine nächste Upkeep geht, musst du 2 blaue, 3 farblose bezahlen, ansonsten hast du das Spiel verloren. Aber den benutzt man meistens eh in der Runde, wo man den Storm-Count aufbaut und dann versucht, den Gegner zu töten. Und dann ist es meistens eh irrelevant, weil entweder ist man dann tot oder man hat gewonnen. Den 4-mal. Dann, einfach nur als Prevenge, haben wir noch Duress da drin. Und das Ganze 3-mal. Duress, der Klassiker an Discarder. Für ein schwarzes eine Sorcery. Und du nimmst von dem Gegnerhand eine Nicht-Kreatur, eine Nicht-Landkarte. Und der discardet die. Also im Endeffekt einfach nur, um die ganzen störenden Spells rauszunehmen, die der Gegner haben könnte. Kann auch mal ein Discarder sein, wenn du den Spell jetzt, was weiß ich, Turn 2 oder 3 mal spielst, um schon mal vorab zu gucken, dort hat der Gegner, worauf muss ich mich vorbereiten. Also das Problem dabei, kriegt halt keine Non-Creature-Spells. Und gerade so was wie Spirit of the Labyrinth ist richtig eklig, weil wir wollen ja Karten ziehen. Um so was zu kriegen, spielen wir 2 Thoughtseize. Für ein schwarzes auch eine Sorcery. Wir nehmen irgendeine Karte von der Hand von einem Spieler. Der discardet die Karte und man verliert 2 Leben. Die schafft halt Abhilfe für alles. Die spielen wir aber nicht 3-mal, weil wir halt 2 Leben verlieren. Und wenn wir unsere Leben schon eh halbieren, kann das manchmal ein bisschen knapp werden. Und vor allen Dingen, wir können halt ein Peer into the Abyss nicht mit einem Leben spielen, weil dann verlieren wir ein Leben. Dann sind wir durch. Ja, und das wäre jetzt so viel einfach zum Mainboard. Und dann machen wir noch ein bisschen Sideboard-Action. Und wir haben ja eben schon mal so störende Karten angesprochen wie Spirit of the Labyrinth. Thalia kann auch manchmal ätzend sein. Dann gibt es noch so was wie Gardok Teak, der einfach unseren Spell abschaltet oder nicht Kasper macht. Und wenn man sowas drumherum spielen will, ist Fatal Push eine gute Karte. Spiele ich jetzt 2-mal im Sideboard, einfach für einen Mana eine Instant, die eine Kreatur mit Convert Mana Cost 2 oder weniger zerstört. Ja, klassischer Zerstörer halt einfach. Dann, wenn wir schon bei Removal sind, spielen wir noch einen Klassiker, mittlerweile ein Klassiker, Plague Engineer. Hier auch einfach 2-mal. Den kann man auch gegen andere Combo-Decks wie zum Beispiel Elfen dann einfach mal auf Elfen legen, wenn man weiß, okay, man ist nicht unbedingt schneller als Elfen, boardet den rein, kloppt den Turn 1 mit einem Dark Rit raus, hat Elfen schon mal ein Problem. So, einfach nur einmal um störende Karten wegzukriegen, also störende Kreaturen wegzukriegen und halt einfach mal als Removal gerade halt gegen Elfen. Bei uns in der Meta läuft meistens immer ein Elfenspieler rum und ein bisschen Death in Texas, deswegen sind die da im Sideboard eigentlich schon immer gut. Dann kommen wir zum Sudden Edict. Sudden Edict ist im Endeffekt einfach nur eine Karte gegen Token-Decks, Marit Lage, Reanimator oder sowas. Für ein schwarzes, ein farbloses Instant mit Split Second. Das heißt, man kann auch nicht drüber reagieren, höchstens irgendwas triggert. Ja, ein Spieler opfert eine Kreatur.
Damit bekommt man, wie gesagt, schon mal Lage los. Oder Show-and-Tell kann man damit auch was ausrichten. Gegen Show-and-Tell kann man damit auch was ausrichten. Und ist halt sehr, sehr robust, weil der Gegner kann halt wenig dagegen machen. So, auch eine Form von Removal kommt jetzt. Und das ist Herc's Recall. Das ist ein blaues und ein farbloses, eine Instant. Und ja, die lässt einfach mal alle Artefakte beim Gegner auf die Hand zurückgehen. Target Player. Ob man das bei sich selber machen will, weiß ich jetzt gerade. Vielleicht, wenn man ein paar viele Lotus Petal draußen liegen hat und die nochmal ausspielen will. Aber ich glaube, das macht man dann eher in einem Deck, wo ein LED drin ist. Ja, ist halt einfach wirklich gegen so Sachen wie Trinisphären, wie gegen Chalice. Chalice auf 1 ist die Pest, weil, wie man schon gesehen hat, ganz, ganz viel ist auf 1. Und ist halt einfach ein Removal gegen die ganzen Hate Pieces in Artefaktform. Dann haben wir noch, um auch Zeug loszuwerden und das nicht Artefakt ist oder Kreatur, Chain of Vapor drin. 5 Blauen Instant, bringt eine Non-Land Permanent auf die Hand des Besitzers zurück. Ja, und der Gegner kann Land opfern und dasselbe, das Ding nochmal kopieren. Dann kann man das selber machen, kann er das auch machen. Ist halt einfach nur ein Mana Bouncer für ein Teferi, eine Narset, alles Mögliche. Ist halt einfach da auch ein gutes Teil. Wo wir bei Bouncer sind, kann man auch einfach noch einen Brazen Burrower reinpacken. Und zwar 2-mal. 2-mal hat die Bewandtnis, er bringt halt noch einen 3-1er Buddy mit. Ist entweder für 2 blaue und farbloses eine Fairy Rogue mit 3-1 Flash Flying und kann nur Kreaturen mit Fliegen blocken. Oder man spielt den als Petty Theft ins Adventure mit einem blauen und einem farblosen als Instant und bringt einen Non-Land Permanent auf die Hand des Besitzers zurück. Ist halt auch wieder nur irgendein Hate-Piece-Bouncer im Endeffekt. Ein Hate-Piece-Bouncer, den man vielleicht die Runde danach sogar noch reinbringen kann, um einfach mal für 3 zu schwingen oder für 6 zu schwingen, wenn es 2 Runden dauert. Weil für 6 zu schwingen ist dann auch schon wieder Storm 3 weniger, die man erreichen muss. Und gerade wenn man sowas machen muss, kann das ziemlich gut sein. So, wo wir beim Bouncer sind. Ich habe jetzt auch halt einfach mal einen Karakas drin. Weißes Tappen. Oder Tappen bringst eine legendäre Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück. Der ist halt auch einfach als Schutz vor Maritlage. Weil gegen 20-20 im Gesicht stirbt man halt meistens mit dem Deck, wenn man nicht vorher schon ein bisschen rumgestormt hat. Und gegen die ganzen Hate-Pieces in Kreaturenform, die halt Legendary sind. Gerade Gardok Teak und gerade Talia fallen mir da ein. Sowohl die kleine als auch die große Talia. Haben wir noch neben den Sachen ein bisschen zum Beschützen im Sideboard. In dem Fall hier einfach mal 2-mal Pflasterstorm. Wird ja auch gern gegen Stormdecks benutzt. Und dann kann man den natürlich auch selber spielen, um sich gegen Pflasterstorm zu schützen. Für ein Blaues eine Instant mit Counter-Target Instant oder Sorcery Spell an das Controller Pays 1. Also mit Counters eine Instant oder Sorcery, außer der Spieler bezahlt 1 mit Storm. Wie gesagt, gerade gegen den gegnerischen Pflasterstorm gut oder early auch mal gegen den gegnerischen Discarder gut, wenn man die Hand nicht disrupted haben will. Da kann man theoretisch auch einen generischen anderen Counter spielen. Wenn viel Rot rumläuft oder viel Red Elemental Blast oder viel Pyroblast, kann man ja auch einen Blue Elemental Blast oder einen Hydroblast spielen. Gilt genauso für die Bouncer. Die Bouncer können auch irgendwie variieren. Da kann man auch einen Wipe Away drin spielen oder so. Bei den Removal halt auch. Das ist halt, man muss halt nur irgendwie was finden, um durchzukommen. So, um anderes Deck, was schneller ist, zu interrupten oder um Sachen loszuwerden, die einen stören, ist dann auch zum Beispiel die Surgical Extraction gut. Haben wir da 2-mal in dem Deck drin. Ja, für ein schwarzes oder 2 Leben kann man halt nicht Basic Land Karte im Gegnerfriedhof nehmen und die aus Friedhof Hand und Library exilen und hat dann ein Problem weniger. Das kann, wenn der Gegner schon was discarded hat, das sein oder wenn der Gegner eine Combo spielt, halt das Zeug sein, was womit der Combo machen will, kann da Versil eingesetzt werden. Da halt auch einfach 2-mal. Und dann spiele ich jetzt hier in der Liste noch eine Sedgemoor Witch für ein schwarzes und 2 farblose Human Warlock mit Menace, der 3-2 ist. Ward. Pay 3 Life, das heißt, wenn du die targetet, wenn die getargetet wird mit einem Spell oder einer Ability, wird der Spell oder die Ability gecountert. Außer der Beherrscher der Opponent bezahlt 3, also triggert auch nur beim Opponent. Und mit Magecraft. Und das ist hier der Witz dabei. Bedeutet nämlich immer, wenn wir eine Instant oder Sorcery casten oder kopieren, bekommen wir einen 1-1 schwarz-grünen Pest-Token. Mit dem Pasus, wenn die Kreatur stirbt, kriegst du ein Leben. Kann halt auch einfach mal dazu führen, dass gerade gegen so kontrolligere Decks, die einfach mal liegt und entweder unter dem ganzen Brainstorm, Ponder, Preordain-Quatsch
generell einfach mal Token produziert und den Gegner langsam drained, also Leben rund, oder die Leben runternimmt und man dann irgendwann an einem Punkt ist, okay, jetzt komme ich mit dem Storm durch, oder sie selber gewinnt mit den Token das Spiel, oder man merkt, ich habe die liegen, beziehungsweise ich kann die jetzt legen und nächste Runde mal einen Storm für 6 machen, hab den Gegner aber noch nicht tot. So, dann macht man einfach den Storm für 6, schmeißt und hält danach mal einfach alles rein, dann sollte es auch passen. Weil dann hat man halt immerhin noch 6-1-1er bekommen. Das heißt, man hat dann 9 Pressure auf dem Board. Oder man kann die dann halt zurückhalten, um zu blocken. Und dann noch ein bisschen tralala. Wieso spiele ich das Deck? Ja, ich spiele das Deck aus einem Grund. Mir fehlt ein Combo-Deck. Ich habe aber keinen Bock, wie jetzt aktuell, 1600 Euro für LEDs oder mehr auszugeben. Andere Combo-Decks habe ich schon probiert und ich finde die nicht so geil. Ein Storm ist eigentlich schon ganz gut und ganz solide. Tendrils ist halt einfach eine gute Karte. Dann mit so Sachen wie Peer into the Abyss ein halbes Deck zu ziehen, macht halt auch mega Spaß. Und dann halt so ein bisschen rumtutoren, brainstormen, pondern, die ganzen Rits zu droppen, um das ans Laufen zu bekommen, ist halt echt nice zum Spielen. Es ist ein sehr, sehr robustes Deck. Hat man ja auch schon an der Mana-Basis gesehen. Man braucht im Endeffekt wirklich nur 2 Duels. Man fetcht meistens noch nicht mal auf beide, sondern eher auf 1. Und geht dann her und baut sich seinen Turn auf. Die Mana-Basis ist nicht so elendig teuer wie bei anderen Decks manchmal. Gerade mit Tests oder so, die dann dreifarbig spielen, ist man da ein bisschen humaner im Preis. Also da muss man wirklich sagen, das Deck ist halt echt human im Preis, wenn man jetzt nicht so was spielt wie die Fuller Thoughtseize oder so. Die Packs sind noch ein bisschen teurer, die Peer kosten nichts, die Solve kosten nichts. Night's Whisper sind nicht teuer, Preordain sind nicht teuer, Ponder gehen, Brainstorm gehen, Rain of Filth gehen, die Rits gehen alle, die Petals, na, und dann fangen halt schon die Fetchländer an. Ich glaube, nach den Duels sind die Fetchländer das teuerste hier im Deck. Sideboard mal ausgenommen. Das Storm-Feeling in einem Deck, was auch verträgt, den Storm nicht nur einmal zu machen, sondern zweimal zu machen. Wenn man jetzt gerade nicht hinkommt, dann spielt man halt, gerade wenn man das Peer gespielt hat, dann lässt man sich die Hand so weit voll beim Discard, dass man einfach das zweite Tendrils spielt in der Runde danach und dann aufgeht. Das kann man halt einfach mit dem Deck machen und es ist halt einfach wirklich ein Deck, was mir in meinem Pool gefehlt hat als Combo-Deck. Plus, man kann es echt gut lernen. Ich bin jetzt nicht der Main-Combo-Spieler und habe trotzdem bei uns Fischkrieg-Series in Siegen. Übrigens, wer Bock hat, kommt mal vorbei. hatten wir jetzt das, ich glaube, offiziell das 5. Mal. Dieses Jahr, glaube ich, das 3. oder 4. Mal? Das 4. Mal, ich glaube. Ja, dass wir unsere kleine Series gespielt haben im Local Game Store und ich bin jetzt wirklich nicht so der Storm-Spieler und habe es vorher ein paar Mal gegoldfischt. Das kann man halt auch super solide mit dem Deck machen und bin halt einfach auf den 2. Platz gelandet. Ja, mit einem AB-Combo-Deck, was man sonst so halt eigentlich auch nicht sieht, was das Deck halt auch schön macht. Das ist halt nicht so ein Deck, was jeder kennt. So viel von meiner Seite zu UB Storm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und einen Kommentar. Marc kann mich ja mit der Nase reinstupsen, wenn irgendwer Fragen hat. Und ansonsten, ja, würde ich mal fast sagen, bis zum nächsten Gameplay. Ciao!